Hallo und herzlich willkommen bei den Whisky Tales. Mein Name ist André und ja, ich habe heute gerade mal Lust, irgendwas zu probieren. Deswegen sage ich einfach mal, da ich in Kürze hoffentlich 555 Abos haben werde, feiere ich diese Schnapszahl einfach mal mit einem schönen Whisky. Und was gibt es da Schöneres als irgendein Special? Ja, was ist heutzutage nicht special? Alles ist special und besonders auf irgendeine Art und Weise. Aber heute haben wir wirklich was Besonderes. Und das sind die Diageo Special Releases. Und ich zeige euch mal, wie das aussehen kann. Viele kennen die Flaschen, die immer rauskommen. Aber wenn man halt in der Branche arbeitet, dann kriegt man halt, ihr seht hier hinter mir auch dieser Port Ellen, das war jetzt dieser Rouge Cask. Und die anderen Dinger, das waren jetzt von Special Releases 2021. Ich habe mal ein bisschen umdekoriert, die werden wir nach und nach auch noch probieren. Aber jetzt erstmal haben wir hier den großen Kasten mit den Special Releases von 2017. Und ich mache es mal auf und hoffe, dass mir jetzt nicht alles rausfällt. Und von innen sieht das dann so aus mit Probenfläschchen. Und ja, sind dann halt verschiedene Brennereien. Für heute habe ich mir den Blair Essel ausgesucht, deswegen ist das Sample auch gekillt. Ich kann mal hier ranhalten, ich hoffe, er fokussiert. Das sind dann halt 5, 6 cl, irgendwie sowas. Ist halt eine kleine Flasche, Blair Essel, 23 Jahre alt, Distill 93, ABV 58,4, also Alkohol. Ja, und dann ist es zum Probieren für Promo und genau das machen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile ausverkauft sind. Ich weiß nicht, wo sie preislich liegen und lagen. Soll mir egal sein. So, der Literatur- und Whisky, der sagt, sein Zeug kauft er sich immer selber. Ich nicht. So, hat Vor- und Nachteile. So, aber noch mit dabei war ein Tignanic 17, ein Conval Mohr. Geschlossene Brennerei 32 soll es, glaube ich, sein. Port Dundas, wie alt ist der? 52 Jahre alt. Glenelgen 18, Brora 34, Col-Ila 18 und Lagavulin 12. Und mal gucken, wenn ich Lust habe, schmeiße ich den Lagavulin gleich hinterher. So, dann haben wir noch zwei leere Fächer und da war ein Port Ellen drin. Der wurde irgendwie schon gekillt. Und da war zusätzlich dann noch der Kollektivum 28 drin. Das war ein Blended Scotch, bin ich der Meinung. Oder war es ein Blended Malt? Aus allen Diageo Brennereien etwas mit drin. Ich glaube, es war ein Blended Malt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und dazu bekommt man ein wirklich tolles und auch relativ dickes für diesen Anlass Buch. Ich packe das Ganze mal hier. Kann ich das hinstellen, ohne dass alles rausfällt? Schauen wir mal. So, da hat man es hier einmal. Hinten drauf sind nochmal die Special Releases einzeln gelistet. Und dann geht es halt los. Ich blätter mal ein bisschen durch. Ich bringe euch mal ein bisschen in diese Serie rein. So, Special, Mean Special. Sollte ich hier jeweils einen? Ne, ich mache erstmal eine grobe Vorstellung, dann kann ich zu den anderen, dann kann ich hier immer irgendeinen Artikel, wenn ich dann denke, das macht Sinn. Ich habe jetzt nicht vorher drin gelesen. Wenn ich denke, das macht Sinn, dann würde ich das mal vorlesen. Hat man hier halt ein paar alte Bilder aus den Fasslägern. Und wenn man es aufklappt, hat man die ganzen Flaschen. So, und das bedeutet, wo ist der Blair Essel? Genau hier an erster Stelle gleich. Kann man es erkennen. Unschwer zu erkennen, vermutlich eine Sherry-Abfüllung. So, Rarity Beyond Price. So, The Story So Far und so weiter. Personal Touch. So, und dann kommen wir hier bei dem ersten, dann kommen wir beim Blair Essel an, den wir heute probieren. Und da sieht man vielleicht, dass es richtig schön glitzernd mit Folie, reliefartig embossed, hervorgehoben. 23 Jahre alt, Natural Cask Strength, Single Malt Scotch Whisky from Pit Lochry, genau da bin ich gerade. Highlands. So, 23, ganz groß. Das Alter, a rich fruity malt from very fine ex Bodega Cask. This makes a real winter warmer with plenty, ich habe schlechte Augen, with plenty of lively fruit and spice to cut through its thick, sweet nature. And reveal its true complexity. So, nochmal. Distilled so und so. Release Notes, Limited Edition. Da da da. Da da da.
A First Release of Blair Ethel in this series, also die erste Spezialabfüllung bei diesen Special Releases von Diageo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann es losging. Ich glaube, wenn sie da schreiben, das erste Release, dann denke ich mal, dass es davor schon welche gab. Also es gab immer oder lange Zeit schon diese Lagavulin 12 war dann irgendwann Special Release. Die Port Ellens dann mit erst zweite, dritte und Broras auch. So, aber dass die halt wirklich zusammen, mal mit anderen, mal ein Mordlach, mal ein Kadu und sowas, das kam erst später. Ich glaube, so lange vorher gab es das noch gar nicht. Ich kann mich irren. Zuerst hatte ich dann natürlich auch kein Auge drauf, weil die Flaschen natürlich relativ teuer waren und das nicht unbedingt in meinem Budget liegt. Irgendwo stand doch an, Wonderful Receive, Specialman Special. Steht hier irgendwas, dass das hier auch Special Releases, Annual Limited Releases, Car Strength, ja, so weiter. Ne, auf die Schnelle finde ich es jetzt nicht, deswegen will ich jetzt auch nicht elendig lange suchen. Ich finde auf den Anfang, nee, auf die Schnelle finde ich kein Datum, was mir hier irgendwo entgegenstrahlt. The Story so far. 95 waren die Rare Malts, 1980 Classic Malts. Classic Malts ist übrigens eine super Erfindung, das ist einfach nur Marketing. Falls irgendjemand denkt, das sind die Malts, die so mega klassisch sind und die es früher gab und die jeder getrunken hat und es gab nichts anderes, es ist einfach nur ein Name. So, 2001, Talisker, Port Ellen 20. Ich schaue beim nächsten Mal nach, ob ich es da noch finde, aber ja. Hier wird aber auf jeden Fall auch bei Story so far der Port Ellen halt genannt. Ich denke mal, das haben diese Special Releases, das hat das Ganze so in Gang gebracht. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, weil sonst kriegt man halt keinen älteren oder besonders tollen, fast starken Tininik, Blasse, Kadu, was auch immer. Muss man nur schauen. Ich hoffe, dass Whisky irgendwann wieder ein bisschen verfügbarer wird und dass die Preise dann ein bisschen weiter runtergehen. So, und dass sowas dann auch erhältlich ist für jedermann. Und dann schauen wir mal. So, machen wir hier weiter. First, achso, da waren wir eben schon. First New Blair Ethel Release of Any Kind Since 2003. Naja. So, ja gut, die Distillery-Only-Dinger, ich glaube, das war lange Zeit einfach die Flora, Fauna oder sind sie immer noch mehr oder weniger. Und ansonsten, ja. From Ex-Bodega European Oak Butts. Filled in 1993. 5514 Flaschen. So, a superb example of a malt that should be better known. Ja, wenn ihr das mal wüsstet, macht da doch mal eine Core-Range, Diageo. Hört mir zu. So, oder hört auf mich vielmehr. So, ich habe jetzt noch elendig lange Notes, aber das will ich jetzt gar nicht lesen. Und dann kommt die Flasche. Womit geht's weiter? Ein paar Distillery Facts. Ist das jetzt auch tatsächlich Blair Ethel oder ist das jetzt irgendein? Nee, ist Blair Ethel. Kann ich auch nochmal zeigen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Ding jetzt fokussiert oder so, ob man das sehen kann. Deswegen. Ja, der Besitzer. Dann kam die Flora Fauna, 12 Jahre alt, Rare Malt 27 Jahre, 1975, released in 2003. Das war dann also die davor. Dann hat man nochmal das Etikett in groß von der Flasche, weil man hier jetzt bei dem Set jetzt die große Flasche natürlich nicht hat und das originale Label. Und hier hat man dann auch nochmal Platz, um seine eigenen Tasting Notes reinzuschreiben. Und dann geht es weiter mit Brora. Das hat man dann zu jedem Whisky. Und ich schaue einfach mal rein. Das geht dann durch bis Tininik. Haben wir hinterher noch was anderes. Bottlings to date. Ah, da hat man die ganzen Special-Abfüllungen, die es wohl jemals irgendwie gab. So, viel. Dann können wir es da. Year distilled. Released dann und dann. So, und dann haben wir mal Talisker, Port Ellen, Brora Lagavulin, Oben. Also 2001 fing es so offiziell an mit zwei Talisker und einem Port Ellen. Gibt es doch schon länger. 2004, 2005. Also jedes Jahr kamen welche, aber dann habe ich halt falsch gelegen. Aber ich weiß jetzt nicht, was hiervon noch Rare Malts ist und was nicht. Könnte man jetzt nachgucken. Ich möchte jetzt aber nicht unterbrechen, daher lasse ich das einfach mal raus. So, Classic Malt Selection.
und so weiter und so fort. Dann war es das und ja, wir widmen uns dem Whisky endlich. So, aber ich finde es solche Sachen immer schön, ranzugucken. Ich packe das Buch da mal rein. Denn ich weiß gar nicht, was man hier sieht und was nicht, aber ich denke mal, das kriegt man zumindest halb irgendwie drauf. Dann kann man das auch mal schön präsentieren. Und dann wollen wir uns mal dem Whisky widmen. Also ein Blastel, ein Highland Single Malt, ein nicht rauchiger Whisky aus Bodega Sherry Butts. So, und wenn da einfach nur Bodega steht oder sonst kein Zusatz, dann ist es meistens fast immer Oloroso. Sonst würden die Händler, die Hersteller schreiben halt, es ist Fino Sherry, PX Sherry oder was auch immer. Und riecht nach altem Sherry, nach altem Whisky. Tatsächlich. Hätte ich ihn blind verkostet, hätte ich ihn vielleicht sogar noch älter geschätzt. 23, also den hätte ich wahrscheinlich schon über 25 irgendwo geschätzt. 28, 30, vielleicht noch älter. Ja, süße Sherry-Nase, aber nicht komplett klebrig süß. Ein bisschen blumig ist er. Irgendwie was Florales kriege ich damit bei Blumen. Also bei Blumen bin ich auf jeden Fall nicht unbedingt bewandert. Ich weiß, was eine Rose und eine Tulpe ist, aber dann hört es eigentlich fast auf. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, nach welcher Pflanze es hier riecht. Aber es ist ein bisschen mehr als dieses Gänseblümchen, wie man immer sagt. Ich sage jetzt einfach mal Löwenzahn, um kompetent auszusehen. Ja. Sherry, 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 Sherry. Generell, was gibt es zur Blastel zu sagen? Also ich fahre alle paar Tage dran vorbei, weil die hier, wie gesagt, auch unten im Ort ist. Egal, wo man hin will, die Zufahrt zur Schnellstraße führt an Blastel vorbei. Und es ist immer wieder schön, daran vorbeizufahren. Je nachdem auch, vielleicht kennt ihr die Bilder von der bewachsenen Brennerei. Je nach Jahreszeit sieht die Brennerei komplett anders aus. Es ist eine schöne, alte Brennerei, eine kleine Brennerei. Richtig traumhaft und kein großer Industrieklotz, was mir auf jeden Fall sehr gefällt. Ja, ich kriege langsam so ein bisschen Zitrusnoten, aber ich bin mir noch nicht sicher, was es ist, weil der Sherry halt stark drüber sitzt. Ich habe es prophezeit. Ich lege es mal lieber hin, wenn der Rest umfällt ist. Ja, schöner alter Sherry, ich kann es nicht anders sagen. Wird gesetzt, wird rund, keine Ecken und Kanten, nichts, was jetzt so mega raussticht. Ich habe jetzt nicht das hier irgendwie, dass ich sage, okay, das Holz ist besonders krass. So, der Sherry ist krass, aber er ist halt süß und er ist halt nicht backig, klebrig süß, sondern angenehm süß. Weicher Whisky, runder Whisky. Ja, sehr komplex. Ich könnte jetzt das alles hier rauszögern und warten, bis es mir entgegenkommt, aber ich kann es auch einfach probieren. Dann kriege ich es nämlich einmal vom Riechen und einmal beim Atmen auch aus dem Rachen heraus. Es gab da noch ein schlaues Fachwort für, aber ich komme gerade nicht drauf. Slange, Freunde. %58,4. Ich würde jetzt nicht sagen, sie sind super eingebunden und man merkt gar nichts davon. Allerdings ist das jetzt auch der erste, den ich trinke heute. Also für mich drückt er schon ziemlich drauf, ist aber jetzt nicht störend. Er ist nicht sprittig oder irgendwie was. Ist natürlich, ja, bei 23 Jahren hat es sich schon relativ gut eingebunden. Geht aber besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Er wirkt jetzt nicht übertrieben dick. Ist auch nicht wässerig, absolut nicht. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie so eine Cremigkeit. Ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich denke, okay, das ist einer zum Kauen. Ja, Holz kommt zum Ende ein bisschen durch, aber während man ihn im Mund hat, als erstes Früchte, Früchte, Früchte. So, und ich will es gar nicht weiter beschreiben mit irgendwelchen Trauben oder Erdbeeren oder was auch immer. Es ist einfach alter Sherry. Ich kann mich da nur wiederholen und wer weiß, wie alter Sherry schmeckt oder was heißt alter Sherry?
alte Whisky-Abfüllungen, die Sherry drin haben, diesen alten Sherry-Fass-Charakter halt. So, das muss in dem Sinne von alt, spreche ich nicht von 23, 25, 30 Jahren beim Whisky und auch nicht beim Sherry zuvor, sondern einfach ein alter Sherry-Stil, so, der auch in einem jungen Whisky zu finden sein könnte. Ja, diese Zitrusnote kriege ich jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Ich würde es beschreiben als Orange, aber nichts Bitteres, nichts Saures. Vielleicht wie man sich so ein Frauen-Orangen-Parfüm oder so ein billiges Duschgel, so ein Duft vorstellen würde. Aber es ist halt nur, was weiß ich, 10%. Ist so eine Randerscheinung. Man hat sehr, sehr viel Sherry. Ich sage jetzt einfach mal 70, dann kann ich die anderen 20% jetzt noch irgendwo auf irgendwas anderes verteilen. Finde ich übrigens generell wichtig. So, weil wenn man Notes schreibt, dann sagt man dies und das und das. Was findet man alles kreuz und quer und das verändert sich dann auch noch hinterher. Aber wenn das jemand liest, der müsste eigentlich wissen, okay, der sagt jetzt Sherry, so, das ist eine Note von vielen von 20 anderen, aber eigentlich in Prozent hat man es ja zumindest mehr gewichtet. So, weil sonst denkt man, okay, das ist ausgewogen zwischen all diesen ganzen Aromen. Und der hat gleich viel Sherry wie auch Vanille, wie auch Karamell und was Blumiges und Holz und was auch immer. Dann ist man hinterher nicht schlauer. Ich finde, mit so einem Prozentangaben, da gibt es teilweise diese Sternendiagramme. Da müsste man jetzt auch dauernd welche von sehen und dauernd welche von machen, damit man daraus ja auch relativ schnell schlau wird. So, aber ich finde, bei geschriebenen Notes auch in der Whisky Base würde ich mich eigentlich öfters freuen, wenn das halt ja beschrieben wird, wie viel, in welchem Anteil oder wie man es halt wahrnimmt. Ja, ist aber ansonsten ziemlich straight. Ist ein schöner Whisky, kann ich nichts anderes zu sagen. Oder nichts gegen sagen. Wir probieren einfach nochmal. Alte Sherry Holz. Mehr Gewürze. Habe ich irgendwie sowas Vanille, Karamell, Honig, eigentlich alles. Irgendwie so eine kleine Note ist da drin, ist es immer, wenn es im Eichenfass gelegen hat. So, aber es ist jetzt nicht, es ist wirklich, wirklich hintergründig. Ich muss wirklich suchen und prüfen für mich selber und mich selber abfragen, ob ich sowas finde. Findet man, ja, aber ja, eigentlich nicht erwähnenswert. Ja, wer ein Oldschool Sherry Whisky sucht, there you are. Ja. Ich kriege jetzt immer mehr so einen Nachgeschmack von Weingummi, also diesen englischen Weingummi. So richtig alte, runstige Sherry-Noten habe ich nicht, also kein Leder, Tabak oder irgendwie sowas, das eigentlich nicht. Nee, nicht mal, wenn ich darüber spreche. Nee. Aber wunderschön. Je mehr man ihn auf der Zunge hat, je mehr man ihn durch den Mund verteilt hat, je mehr Schlücke man genommen hat, ist es einfach ein Gedicht, diese alten Sherryfässer. Wunderbar, wunderbar. Wenn ich ihm jetzt einfach eine Note geben wollen würde, also irgendwie was auf der 100-Punkte-Skala, da wäre auf jeden Fall über den 90. Also, ich tue mich da immer schwer und ich will auch nicht daran gemessen werden. Ja, dem hast du 90 gegeben, jetzt gibst du dem anderen 91 und sagst dir es, aber was weiß ich, eine Offenbarung findest du ihn jetzt tatsächlich besser. Und ich habe mich selber jahrelang immer in der Whisky Base hoch und runter korrigiert. Entschuldigung. So, aber das ist einfach, irgendwann hat sich der Geschmack auch komplett verändert. Dann probiert man den gleichen Whisky irgendwann nochmal und dann schmeckt er einem ganz anders. Das ist dann wieder mit Tagesform, was hat man vorher gegessen, bla bla bla. So, aber der Geschmack ändert sich auch, die Wahrnehmung ändert sich, der Whisky ändert sich vielleicht in der Flasche oder im Sample oder was man da auch immer hat. Kann man nie genau sagen. So, deswegen habe ich das Puzzeln irgendwann aufgehört. Also, beziehungsweise ich habe es eigentlich relativ früh aufgehört. Habe immer so eine Impulsbenotung gegeben. So, ich gucke mir nicht das andere an oder wenn ich jetzt eine 85 gebe, dann gucke ich mir jetzt auch nicht an, okay, wo steht der jetzt
in meinem Ranking so insgesamt und muss ich den doch einen Punkt hochheben? Nein, also eigentlich würden mir die 5er Schritte reichen. So, 75, 80, 85, 90, 95. Ja, 100 gibt's nicht. Nein, ein Gedicht kann ich nur empfehlen. Ich weiß, wie gesagt, überhaupt nicht, was er kostet. Vielleicht mal eine Flaschenteilung, vielleicht irgendwo ein Sample abgreifen, Zeit für nehmen. Absoluter Genussmoment. Und so eine Art Sherry bekommt man heute leider auch nicht mehr besonders oft. Gut, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal.